liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer neuen Aufnahme. Ich glaube, die 172 sollte es sein. Let's Play Minecraft in der Version 1.11 mit mir, dem Watercave-Crafter. Ja, wir sind zuletzt stehen geblieben hier im Mineshaft drin. Ziemlich interessante Sache. Und ich habe mir beschlossen, jetzt gleich im Anschluss aufzunehmen. Das heißt, ich hatte noch nicht mal Pause gehabt. Ich mache hier gleich weiter, weil ich das verdammt interessant finde. Ich will mal gucken, was wir hier alles so finden werden. Und nehme jetzt gerade auch ein bisschen Holz mit, sodass wir im Notfall nochmal Fackeln machen können. Wir haben nur noch 9 und ich möchte hier ein bisschen großzügiger mit umgehen. Eigentlich sind wir auf Diamantenmission. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein paar Diamanten uns holen. Insgesamt 10 Stück an der Zahl, so zumindest ist das Vorhaben. Aber wir haben hier eine Ravine gefunden. Für die, die die Folge gestern nicht gesehen haben, die neu einschalten, erstmal herzlich willkommen. Und ja, schaut euch auf jeden Fall die Folge von gestern noch an. Das lohnt sich, weil da sind wir genau auf diese Ravine hier gestoßen. Da, wo wirklich einiges drin ist. Ja, ja, so zum Beispiel wie hier dieser schöne Mineshaft. Ja, die Kiste und meinen Kart haben wir noch nicht entdeckt, aber ein paar Schienen haben wir schon gesichtet. Die habe ich auch gleich eingepackt. Zäune lasse ich hier stehen. So, und jetzt haben wir auch erstmal ein bisschen Holz, wie ich sehe. Das können wir auch gleich schon mal hier schön. Warte mal, ich mache das mal so aufteilen. So, zack, bums. Dann machen wir das so, dann machen wir das so. Und dann machen wir hier. Die nudeln wir mal eben weg. Und schon haben wir wieder über 64 Fackeln. Prima. Und die können wir vielleicht gut gebrauchen. So, dann gucken wir mal weiter, in welche Richtung wir uns hier irgendwie vorarbeiten. Da waren wir schon. Da geht es irgendwie runter. Da ist aber nichts. Das heißt, dann ist denn hier noch die Option. Hier wäre auch noch eine Option. Na, da waren wir ja auch schon gewesen. Was war das da gerade? Ein Emerald? Was ist das da oben? Nee, eine Spinnwebe. Okay, gut. Dann müssen wir mal hier mal gucken, weil da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder hier sind wir hochgekommen. Genau, hier sind wir hochgekommen. Und jetzt ging das da hinten und da oben weiter. Also ist auch wieder. Und da geht es auch noch runter. Also mal gucken, wie wir das jetzt hier mal machen. Ich glaube, wir gehen runter. Hier hätte ich doch irgendwie die Kohle her, oder? Ach, hier, guck mal. Hier, alle Jolly hier, na? Jolly, ne? Komm, mach keinen Scheiß hier. Zieh ich dir einen Scheitel, du. So. Mein Gott, nee, der hat mich aber auch erschrocken. Ja, da oben, also ich glaube, hier unten ging das weiter, oder? Da oben ging es weiter, genau. Okay, dann werden wir mal hier ein bisschen gucken. Ja, definitiv, da hinten geht es nämlich runter. Das, da, ja, ja, genau. Okay, dann machen wir das auch mal. So, da ist wieder Eisen. Ja, nehme ich mit. Haben wir ja gesagt, möchte ich ja alle mitnehmen. Beziehungsweise die, die direkt vor meinen Füßen liegen. Da ist auch nochmal Eisen. Prima, nehme ich mit. Hier machen wir mal eben ein bisschen heller. So. Und gut, da können wir nämlich auch bald mal einen Ofen bauen. Wie gesagt, Kohle haben wir genug. Das heißt, da können wir auch schon mal wieder ein bisschen Eisen schmelzen und uns neue Pickaxe bauen. Ja, so. Das heißt also, wir werden doch schon... Wir entfernen... Ja, ist klar. Wir entfernen uns jetzt ein bisschen. Nicht in die Lava reinschwimmen, wenn es geht. Okay. Ja, die interessiert uns erstmal nicht, ob sie den brauchen oder nicht. Das heißt, wir werden jetzt ganz normal hier wieder so typisch, wie wir das immer machen, uns weiter nach unten graben. Und zwar mache ich das ja wie immer so, sodass da auch nichts passieren kann. Da ist schon wieder Kohle. Ich lasse die Kohle jetzt sein, Leute. Ich habe so viel Kohle. Kann ich hier wirklich einen Bazar aufmachen hier, ja? Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt machen wir natürlich auch hier erstmal ein bisschen Licht. So. Runter, wie gesagt, ist mir Mumpitz. Okay, ich glaube, wir können hier... Okay, das ist eh... Ja, das können wir machen. Oh, da sehe ich Redstone. Das ist schon mal eine ganz gute Höhe hier, glaube ich. Wenn ich Redstone sehe, dann weiß ich... Aha. Sollte laufen. So, dann gucken wir mal eben. Ich werde mal kurz schauen. Ich drücke mal eben F3, um mal zu gucken. Wir sind auf Ebene 10, ja. Prima. Dann werde ich hier, glaube ich, mich wohlfühlen. Und werde einfach mal in diese Richtung gehen. Hoffen, dass da jetzt nicht gleich Lava rausschießt. Ich bin ja da immer ein bisschen lahm, was das angeht. Aber ich halte Abstand. Und dann gucken wir mal, ob wir ein paar Dias treffen hier und finden werden. Wir werden in ganz cool Farm gehen. Sieht schon mal ganz gut aus. Also erstmal werde ich mich ein bisschen entfernen. So, jetzt machen wir erstmal Lampe an. So, zack. Da schon wieder. Ja, das ist doch schon mal einladend hier, oder? Eine Redstone. Ja, guck mal. Machen wir mal hier ein bisschen Redstone. So, zack. So, und Eisen auch noch da. Prima. Wunderbar. Oh, hier, guck mal, also alle mitnehmen hier, alle mitnehmen. So, da, ach, weißt du, warte, bietet sich ja wirklich förmlich an, um hier eine Base aufzubauen, oder? Also ich finde, das ist ja wirklich exzellent. Also da machen wir doch mal eine richtig schöne Farm hier mal irgendwie reinbauen. Hier so ein bisschen, was ist Farm? Also wenn so ein kleines Lager, so eine Base, so, das wollte ich sagen. Und das bietet sich an. Ja, das machen wir jetzt. So, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Okay, die Kohle überredet, die nehmen wir jetzt noch mit. So, dann mache ich hier mal eben ein bisschen Platz schaffen. Oh Gott. Also hier kann ich mich jetzt tot
totgraben hier mit Erze hier. Was weiß ich, was alles. Da ist, glaube ich, auf jeden Fall auch eine... Oh Gott. Ja, da ist eine Kiste drin. Ich werde mir eine Kiste machen, Leute. Weil ich will das Inventory dann auch ein bisschen leerer haben. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das auch finden werden. Man hat ja die Koordinaten gesehen. Das ist gut. So, und zwar mache ich mir hier, dachte ich mir mal so eben ganz spontan, so einen schönen Zweiergang rein. Ja, ist kaputt gegangen. Seht ihr? Kann ich gar nicht machen. Also jetzt muss ich wirklich hier erstmal improvisieren. Oh, gut, dass ich noch ein bisschen was übrig gelassen habe. Für ein Crafting-Table. Ansonsten hätte das jetzt Essig ausgesehen ohne Holz, seht ihr? So kann es gehen. Also hätte ich mir mal durchaus mal mitgenommen. Naja, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. So, komme ich nicht drum rum, muss ich erst Ofen bauen. Und zwar davon haben wir ja wirklich genug hier an, sag schon hier, an dem lustigen Dingsbums hier, Cobblestone. Und auch das haben wir genug. Gold brauche ich nicht. Wo ist mein Eisen? Da oben, 52 Mal. Das werden wir auf jeden Fall hier mal eben drunter rasseln. Das schadet nicht. Die andere Hälfte packe ich da rein. So, dann muss ich wirklich nochmal kurz... Ah, jetzt habe ich mich aber runtergebaut, ne? Ja, ich habe mich runtergebaut. Das war jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Ja, das war natürlich scheiße. Weil ich hätte schon gerne... Ja, und das ist jetzt hier... Ja, ich kann ja gar nichts machen. Ich muss erst warten, weil ohne Pickaxe geht hier gar nichts. Gut, da haben wir aber drei. Das heißt, eine... Ja, da haben wir drei. So, dann kann ich eine kann ich mir auf jeden Fall machen. Aber wir haben auch keine Stöcker. Also ihr seht, das ist immer gar nicht so einfach. So, das hat aber jetzt geklappt. Das ist schon mal ganz gut. So, okay. Also, trotzdem, bevor wir jetzt hier anfangen, ich möchte auf jeden Fall die hier wegnehmen. Ich möchte mir, wie gesagt, eine kleine Base aufbauen. Da möchte ich so einen Zweiergang haben, von dem ich aus Farm gehe. Das heißt, diese Arbeit, die mache ich jetzt noch eben, bevor wir wieder nach oben gehen. Zugang baue ich mir aber auch jetzt gleich. Den will ich unbedingt haben, den Zugang. Den halte ich für wichtig auch. So, das nehmen wir so mit. Obwohl, das können wir da stehen lassen. Da machen wir das so. So, und hier möchte ich nach oben gehen. Das mache ich stufenweise. Das heißt, der nächste wäre hier. Das sollte eigentlich klappen. Ich hoffe, dass da nicht irgendwo Lava ist. So, zack, zack, zack. Ja, das wäre natürlich suboptimal, wenn wir da Lava auf den Kopf kriegen würden. Aber ich glaube nicht. Würde man ja dann auch merken. Warte, ich gehe kurz mal weg, dass da was passiert. So, dann würde ich sagen, gehen wir den nächsten hier hoch. Mal ein bisschen schräg halten. Irgendwo da oben war nämlich auch Lava. Ich habe es auch blubbern gehört. So, dann, ja, da ist Wasser, das habe ich mir gedacht, das heißt, wir sind schon fast am Ziel, wo wir auch hin wollten, siehst du? So, ist das so ein kleiner, ja, hier sind wir, okay. Gut, dann machen wir hier einfach zu, das können wir machen. So, und da auch noch. Dann ist das hier schon mal weg. Prima, da geht es jetzt ganz cool runter, easy. Müssen wir nur irgendwie halt gucken, dass wir wissen, aha, hier geht's rein. Das heißt, mache ich hier so ein kleines Tor bauen. Nichts Großes. Auch nur so aus Cobblestone. So. Und da mache ich einfach mal zack, eine Fackel ran. Und somit wissen wir, okay, da geht's lang. So, wo geht's jetzt lang? Jetzt geht's erstmal folgendes. Wir brauchen Holz. Er war zu stolz, darum gab es mit dem Holz. Aber das hatten wir irgendwo hier gesehen. Ja, da sehe ich auch schon Holz, prima. Oder sehe ich ja schon wieder Eisen. Und ich höre irgendwie Zombie. Also Eisen nehme ich natürlich wieder mit, ne? Ist ja klar. Scheint, also irgendwie scheint Eisen hier zu wachsen, kann das sein? Kaum ist abgebaut. Kaum ist abgebaut. Ist schon wieder Eisen da. So, da ist Kohle. Und da ist das, was ich suche, nämlich Holz. So, das hole ich mir jetzt. Brot essen hier. Ja, ich brauche sogar einiges an Holz, weil ich will mir eine Kiste bauen. Also ist nicht wenig. Also werden wir auf jeden Fall mal... Ich hätte jetzt auch natürlich eine Axt craften können, aber... Ach, hier, guck mal. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir hier auch wieder herfinden. Das ist jetzt so die Schwierigkeit von der ganzen Geschichte. So, jetzt haben wir schon mal vier. Boah, zu Hause habe ich so viele Kisten.
haben wir? 5. Ich höre ein Skelett. So, jetzt baue ich mich hier hoch. Hallo? Ach! Freundchen! Na, hier voll in die Kniescheibe, ne? Oder in den Bauchnabel. Und auf die Nase. Na, wirst du wohl. So. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. So. Da ist auch noch was. Guck, das nehme ich natürlich alles mit. So. Ja, hier das auch noch. Prima. Ja, wenn es langweilig wird, können wir hier tatsächlich auch angeln gehen, wenn man es wollte. Hier zum Beispiel, ja gut, das ist natürlich ja mit den Spinnweben da halt die Geschichte. So, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das brauchen wir und ist wichtig. Deswegen mitnehmen. Ich hoffe nur, wir finden das wieder, dass wir uns da nicht verloren haben. Das wäre ja wirklich scheiße. Oder auch ärgerlich. Weil da unten unser ganzes Eisen auch drin ist. Ja, aber ich glaube, wir finden das wieder. Wobei meine Orientierung wirklich unter aller Sau ist. Zur Not hilft dann einfach nur die Aufnahme selbst, da ich ja die Koordinaten aufgeschrieben habe. Beziehungsweise, wir hatten ja F3 gedrückt und da sieht man ja die Koordinaten. Das heißt, im Notfall könnte ich dort wieder zurückfinden. So, jetzt ist aber erstmal kein Notfall. Jetzt haben wir erstmal hier die Tolls. Prima. Hier schlüpft schon wieder irgendwo ein Zombie lang. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 19. Ja, das ist eigentlich besser als nichts, 19. Ich überlege gerade 8, 16. Also hätten wir eine Doppelchest. Wir werden erstmal nur eine Kiste bauen. Und dann sehen wir weiter. So, wo muss ich jetzt lang? Da geht's schon los. Was ist das denn? Achso. Ich bin gehangen. So, hier geht's lang, genau. So, jetzt geht's hier runter. Genau, bis jetzt ist noch richtig. Ja, bis jetzt stimmt noch alles. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Das ist nicht schwierig. Ich glaube, hier war die Kohle. Das Eisen. Jetzt gehe ich mal hier lang. Da ist Wasser. Das haben wir eingegrenzt. Und da, genau. So, und da siehst du, haben wir doch gefunden. Und das sieht doch hier ja nicht mal so schlecht aus, oder? Ich finde, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Hier können wir doch drauf aufbauen. So. Machen wir erstmal hier mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Das sieht ja hier alle sehr wüst aus. So. Ist da das Fackelmann dran. Okay. Das sieht halt ein bisschen wüst aus. Also das können wir mal eben mal wegnehmen hier. So. Ach, das guck mal an hier. Dafür zum Vorschein kommt. Nochmal Eisen. Ach. Ja, das nimmt ja kein Ende hier. Also da können wir wirklich bauen hier und machen und tun. Also... Da können wir wirklich jede Menge machen. Okay. Will ich aber jetzt nicht, weil jetzt wollen wir uns erstmal eine Kiste bauen. So, das heißt, ich mache hier erstmal zu. Zack. Zack, 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 zack. So, ja. Okay. So. Genau. Gut, unendliche Wasserquelle könnte ich mir auch bauen, aber ja, halte ich jetzt nicht wirklich für erforderlich, oder? So, wie machen wir das? Wir werden die Öfen, zeig mal her, was ist da alles drin? Da haben wir jetzt hier unser Eisen durchgeschmolzen. Das soll ja auch alles ein bisschen effizient sein. Baue ich mal eben ab. So, Öfen packe ich jetzt mal dahin. So, Crafting Table. Ganz klassisch. Packe ich dahin. Und pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werde ich erstmal eine Kiste nehmen. Die packe ich dahin. So. Was haben wir hier Schönes? Erstmal können wir das aufteilen und wir können erstmal Gold nochmal schmelzen. Auch das ist möglich. Brauche ich jetzt zwar nicht, aber ich schmelze es mal durch. Okay, was haben wir hier Schönes? Erstmal haben wir hier jede Menge Steine. Die brauche ich jetzt nicht zwingend. Deswegen packen wir die da mal hin. Kies brauche ich erstmal nicht. Das heben wir mal auf. Erde brauche ich auch erstmal nicht. Granit brauche ich erstmal nicht. Gammelfleisch brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich erstmal nicht. Andesit. Okay, brauche ich erstmal nicht. Das schmelzen wir gleich. Oh, hier nochmal ein Pfeil. Pfeile haben wir ja. Mein Gott, nee.
Da fehlt uns noch ein bisschen was. Hier können wir uns eine Angel bauen, wenn wir wollen. Gunpowder. Okay, Redstone. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommen schon die ersten Erze hier zum Vorschein. Und Kohle. So, ein Pilz. Ja, den brauche ich erstmal nicht. Den können wir notfalls essen. Und ja, hier Spitzhacken ist klar, ist wichtig. Heben wir auf. So, das nehme ich mit. Das machen wir dahin. Fackeln. Okay, da haben wir hier Notfall 4 Stück. Das schmelzen wir gleich. Und Eisen haben wir schon mal. 49 mal Eisen, Leute. Das ist ja auch extrem. So, da ist Gold. Da ist auch nochmal Gold. Da haben wir auch nochmal eine Schublade für Gold. So, ja. Und das heißt, wir sind soweit eigentlich ausgestattet und ausgerüstet. Wir können jetzt nochmal hier aus dem Eisen uns nochmal eben eine Pickaxe bauen. Ja, also die ist zwingend erforderlich, glaube ich. So, zack. Und wisst ihr was, wir werden mal Folgendes tun. Okay, der ist eh gleich durchgenudelt. Er ist durchgenudelt. Und jetzt nehmen wir nochmal der 12 mal Eisen hier. Und ups, da lang. Und dann haben wir das auch. Mal, ja, mal gucken. So, und jetzt geht's quasi los. Was ist das hier? Das sieht ja so komisch aus. Okay, das nehmen wir mal eben weg. Sieht sonst hässlich aus. Mit so einer Ecke da. Na, hier hänge ich bald ein Bild hin, du. So. Genau, und jetzt fangen wir an zu farmen. Und zwar dachte ich mir, dass wir hier mal so eine einzelne Gänge reingehen werden. Das heißt, der erste Gang, den würde ich ganz gerne hier setzen wollen. Und dann gucken wir einfach mal, welche Höhe ist das jetzt hier? Moment, da muss ich gleich nochmal gucken. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Und zwar, wir sind auf der Höhe 11. Ja, das ist gut für Diamanten. Eigentlich perfekt, kann ich besser gehen. Also gehen wir mal hier rein und farmen wir einfach mal ein bisschen. So, da ist Redstone. Soll ich Redstone mitnehmen? Naja, nehmen wir mal mit. Bringt ja auch Erfahrungskügelchen. Wir müssen immer dran denken. Klar, wir wollen auch nochmal wieder ein bisschen höher verzaubern. Deswegen ruhig mal mitnehmen. Schaden tut es gewiss nicht. Fackeln haben wir auch genug. Aus diesem Grund auch immer schön Fackeln setzen. So, da kommt schon der nächste Redstone entgegen. Sehr Redstone-lastig hier. Ich sehe schon kommen, da müssen wir wieder Redstone-Blöcke machen, weil uns sonst die Kiste verstopft. Ja, Redstone momentan noch nicht wirklich eine, ja, Verwendung. So, okay, mal gucken. Ein bisschen gehen wir noch rein, denke ich. Schade, nicht. Später können wir die Gänge übrigens immer erweitern. Also, man muss sich jetzt hier nicht wirklich festhalten. Da ist Kohle, die lasse ich da. So. Okay, mal gucken, ob wir den ersten Dias finden. Bin ich gespannt. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück, weil da ist jetzt nichts. Nichts. So, und machen wir wieder. Jetzt den zweiten, da rein. Gucken wir mal, was hier los ist. Vielleicht finden wir hier ein Dia. Ne, Kohle. Gut, Kohle. Was ist das da oben? Okay. Kohle, wie gesagt, da buddel ich jetzt nicht nach. Das ist, wir haben genug, deswegen bleibt es auch dabei. Da haben wir genug. Erst wenn es wieder alle wird, dann würde ich sagen, okay, komm, wir gehen wieder ein bisschen auf Kohle. Nur aktuell finde ich da einfach keine Verwendung für, so, das ist ja Hallo Nachbar, weißt du, so. Und dann geht's hier weiter mit dem Stripmine. Und was haben wir denn da gefunden? Was haben wir denn da gefunden, Leute? Schaut mal einer an. Dias. Ja, Dias. Dias. Ja, die nehmen wir raus mal mit. Bling, bling. Nummer 2. 3. 4. 5. 6. 6 Stück. Nice. Ja, fehlen noch 4 und dann wäre Brustpanzer und Schwert, glaube ich, auch drin. Prima. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich denke, in der Richtung würden jetzt wahrscheinlich keine kommen. Also klar, die Wahrscheinlichkeit, die ist immer da. Aber ich glaube, auf der anderen Seite werden wir fündiger. Übrigens interessant, dass hier noch kein Emerald ist. Also ich dachte ja, wir sind ja hier in so einer Berggegend. So, pass mal auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir genau hier rein. Und jetzt gucken wir mal auf der Seite. Haha, wenn wir hier mal ein paar Blöcke reingehen. Wäre gelacht, wenn wir hier nicht auch noch was finden würden. Ja, wir können uns hier richtig wie ein Maulwurf durchgraben durch den Fels. Ich höre gerade einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Über mir, unter mir, neben mir. Ich weiß es nicht. Fledermaus höre ich auch. Ach, wen haben wir denn da? Na, mein Freund? Doch. Ja.
Was ist das denn hier? Leute, die Schreie von denen locken immer mehr an. Boah. Ja, das Schwert ist auch nicht gerade wirklich, wo ich sage, so wow, das ist jetzt... Was ist denn das da hinten? Das sieht ja mal sehr interessant aus. Ich setze hier mal eine Fackel hin. Oh, da wollte mir aber einer ans Leder hier gerade eben. Na? Na, voll schön. Du wirst doch nicht. Das sieht hier ziemlich interessant aus. Ich glaube, das würde ich mir ganz gerne auch mal angucken gehen. Allerdings ist eine ganz blöde Position jetzt hier. Gerade was die Skelette betrifft. Deswegen machen wir mal eben zu hier und freuen uns einen Cola-Keks. So, da ist irgendwas, sagen wir dann. So, jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter rein. Jetzt werden wir bestimmt nicht weit gekommen, weil genau an der gleichen Stelle wahrscheinlich auch die Höhle dann da offen sein wird. Ich höre jetzt ja schon die Zombies knurren. Aber vielleicht, wer weiß, liegt ja hier dazwischen noch irgendwie ein Diamant oder so, den ich sehr gerne mitnehmen würde. So, was ist denn das hier? Lapis. Lapis haben wir Neues. Na siehst du, Lapis brauchen wir ja auch zum Verzaubern. Deswegen auf jeden Fall auch Lapis mitnehmen. Das schadet garantiert auch nicht. Das schöne blaue Zeug. So, sieht schön aus. Fast so ein bisschen so, ja, ich sag ja mal, Lapis ist immer so ein bisschen so futurologisch. Ja, sieht ein bisschen so aus, so wie, so was Besonderes, so was Spaciges, so Science Fiction, sowas in der Richtung. Guck mal, es ist schon wieder hier. Hallo! Oh! Ich bin ja gleich tot, Leute, wenn das so weitergeht. Ich esse mal lieber schnell meine Stulle. Aber ich lasse die Seite trotzdem offen. So, dass wir da auch jederzeit... Oh, schön, hier ist alles fertig. So, dann packen wir mal unsere Schätze schon mal hier rein. Boah, Leute. Schon ein zweites Decken gleich voll alleine nur mit Redstone. Mir wird schwindelig. So, dann gibt es noch mal ein bisschen neuen Cobblestone. Okay, und hier gibt es noch mal ein bisschen... Oh, wir können es auch so machen. Das bringen wir dahin. Und da haben wir ja wirklich eine Menge. Und da nochmal den Lapis. Ja, nachher ist das wieder lustig. Da müssen wir wieder die große Aussortieren machen, was wir mitnehmen und was nicht. So, zwei Pfeile. Okay, Pfeile haben sich verdoppelt. Und jetzt müsste er hier theoretisch auch... Genau, es ist jetzt auch fertig. Klasse. So, also an Eis mangelt es nicht. Da haben wir jetzt auch, wie gesagt, fast ein Stacken voll. Hat sich jetzt alleine schon gelohnt. Da ist eine Menge. So, jetzt geht es mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, wir sollten mal hier nochmal reingehen, wobei die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr gering ist. Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wir können hier nochmal kurz den Gang ein bisschen erweitern. Wenn wir das machen. Theoretisch können wir es uns erlauben. Wir gucken mal. Ich nehme jetzt mal kurz den Gravel hier nochmal eben weg. So, die Folge ist eh gleich wieder zu Ende. Schade, dass wir das nicht geschafft haben, tatsächlich 10 Diamanten klar zu machen. Das wäre natürlich super. Oh, jetzt ist hier erstmal gerade voll viel Gravel. Ah, das hört jetzt hier auf. Und es geht weiter mit Andesit. Ich mach mal den bisschen breiter, den Gang hier. So, das ist Andesit. Habe ich aber auch erstmal keine Verwendung für. Außer, dass wir hier den Weg ein bisschen schöner gestalten können in der Mine selbst. Aber naja, ist auch irgendwie überflüssig. Umsonst eigentlich. Geschenkt. So, und mach erstmal hier mal schön meine Fackel hin. Zack. Okay. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe einfach mal hier rein, Leute. Ich will das jetzt gar nicht so mit System machen. Ich gehe einfach mal rein in Hoffnung, dass wir hier nochmal eben auf ein paar Dias stoßen. Wir haben noch 2 Minuten etwa. Vielleicht haben wir hier in 2 Minuten ein bisschen mehr Glück. Ich buddel einfach mal ganz schnell hier rein jetzt. Vielleicht finden wir noch schnell die restlichen Dias. Dann haben wir auch schon den Brustpanzer fertig und das Schwert. Das ist auch gut. Dann haben wir zumindest, und dann müssen wir nur noch die Rüstung und alles verzaubern halten. Ne? Das machen wir in einer der nächsten Folgen. Erstmal, wie gesagt, will ich sammeln. Dass wir wirklich alles, was wir brauchen, Schwert, Rüstung, alles komplett dann verzaubern. So nach meinen Wünschen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir müssen noch sehr, sehr oft an die Monsterfalle ran, um dort einfach höhere Levels zu bekommen. Das ist dann so, vielleicht werde ich das auch off-cam machen, dann ist das für euch nicht so langweilig. Weil wir ja auch schon jetzt, wie gesagt, fast 2 Folgen alleine nur damit verbracht haben, XP zu farmen. Also das ist
Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. So, jetzt mal gucken hier. Na, sehen wir da nochmal eben ein paar Diamanten? Nee, aber Redstone nehmen wir natürlich auch wieder mit, wie ich schon gesagt habe. Da werden wir wahrscheinlich einen Block zusammenkriegen. Mehrere. Nehmen wir dann natürlich mit. Ist klar. Weil auch das bringt schön XP und genau die brauchen wir zum Verzaubern. Wir wollen hohe Verzauberungen machen. Angeln werde ich auch nochmal gehen. Also da ist auch ganz klar. Weil Angeln ist eigentlich auch eine tolle Sache eigentlich und eine super Lösung, wenn man verzauberte Bücher haben will. Ja, einfacher ranzukommen ist es nicht. Weil auch die Villager sind natürlich teuer, ja, wenn man mal so will. Und ob die dann wirklich auch Infinity haben, ist auch immer so eine Frage. Zum Beispiel jetzt bei dem Bogen will ich unbedingt haben, weil ihr habt gesehen, auch die Pfeile waren jetzt nicht viele, die ich mitgenommen hatte, aber dennoch, die sind uns dann zur Neige gegangen. Also das ist natürlich auch scheiße, sowas, ne? So, hier höre ich irgendwie Wasser rauschen. Interessant, mal gucken. Hilfe, ist das wieder spannend hier heute. Lass mal kurz was essen. So. Okay, die Spitzhacke ist auch schon wieder fast abgenudelt. Das ist nur noch, ja, 40% etwa. Redstone. Redstone zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Oh, und Eisen. So, Eisen nehmen wir auch mit. Ja, heute denke ich, werde ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Also ich glaube, diese Aufnahme-Season, die reicht jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Obwohl, das müsste nur eine Folge. Das müsste nur eine Folge sein, glaube ich. Weil ich ja schon wieder getrödelt habe. Ja, mein Gott. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich glaube, heute nehme ich keine mehr auf, weil zwei haben wir hintereinander weggekloppt. Und das sollte dann eigentlich auch reichen, denke ich. Lieber mache ich... Ach. Lieber werde ich... Hier sind wir. Jetzt sehe ich erstmal, wo wir sind. Oh, da oben ist noch Lapis. Ach, und Freund Creeper ist da. Na? Seht ihr, wo wir sind? Genau, da oben. Ja, alles klar. Oh, da ist Freund Hexe. Mit Hexen möchte ich nichts zu tun haben. Aus dem Grund gehe ich mal ganz schnell hier rein und mache einen auf den und auf den und auf den und tschüss. Boah, ich wette mit denen, die könnte mich auch hier vergiften. Die steht genau davor. Die steht genau davor. Hört ihr das? Leute, die Folge, die hat schon wieder eine Überlänge, die Folge. Oh Gott, die hört sich aber auch an. Ey, wisst ihr noch, wo ich einmal Schiss hatte? Da wusste ich gar nicht, was das ist. Oh Mann, komm, ich will die haben. Ah, was mache ich denn jetzt? Komm, jetzt gehe ich direkt hier rein. Ich gehe einfach nochmal hier rein. Oh, was? Hilfe, der hat ein Schwert. Nein. Nein. Du, brenne. Boah. Alter, kurz vor Schluss hier nochmal auf Action. Der hat ein Schwert gehabt, Leute. Wo kam der denn her? Vor die Fackel weggekloppt hier. So, mal ein bisschen heller machen. Ja, Leute, ich glaube, wir geben es auf. Wer weiß, wo der sich hierher teleportiert hat. Der kam aus der anderen Dimension oder so. Das war ein frustrierter Villager. Der hatte dann auch noch ein Eisenschwert, ein paar Rostete dabei. Und, oh Gott, das gibt doch wieder böse Infektionskrankheiten. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich futter hier ein Brot, krümmel hier schön den Boden voll und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Staubsaugen nicht vergessen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.